Der Vienna City Marathon präsentiert von Erste Bank Sparkasse Running. Und Hervis Sports. Ein untrügliches Zeichen, dass der Frühling kommt, ist, dass die Laufschuhe im Regal ganz vorne stehen. Und 35.000 Paar davon sind heute in Wien im Einsatz. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Live-Übertragung des 36. Vienna City Marathons. Und es sieht so aus, als ob wir wieder Riesenglück haben. Denn Prachtwetter wird für Traumbilder aus der Bundeshauptstadt sorgen. Wir haben wirklich gutes Wetter, wir haben Sonnenschein und wir haben auch sehr gute Bedingungen, was die sportlichen Leistungen und Höchstleistungen, auf die wir ja hoffen, betrifft. Denn wir haben eigentlich so gut wie keinen Wind und nicht allzu hohe Temperaturen, sollte also heute einiges möglich sein. Gelaufen wird, wie in den letzten Jahren schon, los hier beim Vienna International Center, hier an der Wagramer Straße, tut sich schon ordentlich etwas und dann geht es da eben hinaus über die Reichsbrücke, die 42,195 Kilometer, bis dann hin zum Ziel zwischen Burgtheater und Rathaus. Gelaufen wird seit 2013 ja schon, ob der vielen Bewerbe an zwei Tagen. Gestern waren die Kinder und Jugendlichen in den Bewerben über 2 und 5 Kilometer im Einsatz. Also die Stars von morgen schon gestern auf der Zielgeraden. Kinder- und Jugendläufe haben die Nachwuchssportlerinnen und Sportler bereits bestritten. Doch wenn man glaubt, alle Herzen schlagen für die Langstrecke, dann liegt man falsch. Ich probiere im Biathlon groß auszukommen und laufen wird jetzt so eine Hobbysache werden. Meine Spezialdisziplin sind 2000 Meter Hindernis. Ich bin noch nicht so oft 5 Kilometer gelaufen. Und meine Lieblingsdistanzen zwischen 800 und 1500. Doch egal, woher sie kommen, wohin sie wollen, ist klar, nämlich als Erste über die Ziellinie. So wie Bernhard Neumann, dessen Rennplan voll aufgeht. Es gelingt ihm, seinen direkten Konkurrenten abzuhängen. Ja, es war von vorne weg, das haben wir so vorher gedacht, weil der Emil, der Zweite, der begleitet mich schon meine ganze Läuferkarriere und der ist im Schluss immer so schnell, da habe ich gewusst, dass ich von vorne weg muss. So feiert er über 5 Kilometer einen Start-Ziel-Sieg in 16 Minuten und 9 Sekunden. Nur 7 Minuten 44 benötigt Christopher Großsteiner für den Sieg über 2 Kilometer. Das Tempo war von Anfang an hoch und es war schon am Ende ziemlich knapp, weil mir die Kraft ausgegangen ist, aber insgesamt war es gut. Die schnellste über 2 Kilometer ist die Slowenin Aida Slapsak. Nur wenige Meter hinter ihr kommt Nachwuchs-Biathletin Elisa Maria Gigerl als beste Österreicherin ins Ziel und läuft nicht nur für sich. Die Mama ist jetzt gerade operiert worden wegen Brustkrebs und es gibt ihr viel Kraft, wenn ich der Zweite wäre. Cordula Lassacher wird die schnellste über 5 Kilometer. Einen ganzen Marathon kann sie sich noch nicht vorstellen. Boah, das ist eine schwierige Frage, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich noch nicht beantworten. Noch genug Zeit? Ja. Ein Marathon laufen ist sicher das Ziel, das ist, glaube ich, für die meisten das Ziel. Aber vielleicht dann nicht mehr als aktiver, schneller Sportler, sondern vielleicht als Hobbyläufer, irgendwann einmal im Alter. Der Vorteil ist, auch die Nachwuchstalente werden älter. Und zwar ganz von selbst. Und irgendwann werden sie dann hier über die, haben dann schon ein paar Meter, bis hier überhaupt die Zeit ausgelöst wird. 26.000 werden hier heute über die Startlinie gehen. Da ist was los, freuen Sie sich auf diese Bilder. Und ja, sie kommen aus vielen Nationen, über 120 Nationen, die Teilnehmer. Und ich habe Ursula und Matthias getroffen, ein bisschen aus dem Feld rausgezogen. Die kommen genau von wo? Aus München. Aus München. Und laufen den wievielten Marathon? Den ersten jetzt. Ui, das heißt? Marathon. Das heißt, nervös? Ja, doch, ein bisschen. Jetzt noch mehr. Wie? Ja, wegen dem Fernsehen, super. Ursula, was ist das Ziel heute? Durchkommen einmal wahrscheinlich? Ja, mein Ziel ist durchkommen und ich habe mir Zielzeit zwischen 3.30 und 3.45 vorgenommen. Es war mein erster Marathon, aber ich bin sehr viel gelaufen das letzte Jahr. Insofern sollte das drin sein.
Lauft ihr dieselbe Zeit? Lauft ihr immer miteinander? Nein, das wird leider nichts. Wir sind in zwei verschiedene Starterblöcke. Also ich peile jetzt über 4 Stunden an. Also sie ist wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde vor mir im Ziel. Wie viel trainiert man für sowas als Hobbyläufer, vor allem für den ersten Marathon? Ist das unter Anleitung geschehen? Wie war die Vorbereitung? Also wir haben einen Trainingsplan hinter uns. Wir haben so einen 10-Wochen-Plan gemacht. Und das heißt, es sind so über 50 Kilometer pro Woche. 50 bis 60 Kilometer. Die letzte Woche weniger, das waren 15 circa. Also man bremst sich dann runter, um dann beim Marathon die volle Energie zu haben. Klingt schon sehr professionell. Jetzt interessiert mich nur noch, womit belohnt man sich danach hier in Wien? Ach ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns irgendwo ein Champagner bestellen und uns dann derartig belohnen, ja. Wird vielleicht nicht der erste Schluck sein Champagner, oder? Es ist nicht der erste Schluck, aber es kommt nur selten vor. Alles klar, ich wünsche gutes Gelingen. Jetzt wieder zum Aufwärmen da hinten, geht schon ordentlich zu. Also, diese zwei aus München, die absoluten Topstars, die kommen natürlich üblicherweise jetzt nicht unbedingt aus Europa. Wer weiß, vielleicht haben wir eine Überraschung, gab es ja auch schon. Aber die Topstars üblicherweise vom afrikanischen Kontinent, die meisten aus Kenia. Die Topstars selber, die kommen relativ knapp, haben dann hier in diesem Bereich noch ein bisschen Platz, sich aufzuwärmen, laufen sich warm. Wir haben auch ehemalige Wien-Sieger dabei. Die Konkurrenz ist hochkarätig. Gleich 4 ehemalige Wien-Sieger sind heute im Starterfeld dabei. Und bei den Damen, ganz interessant, Nancy Kiprop, die hat die letzten 2 Rennen hier gewonnen in den letzten beiden Jahren. Die will ihren 3. Sieg in Folge und sie will auch den Streckenrekord. Sie hat definitiv keinen Grund, sich zu verstecken. Nancy Kiprop ist nach ihren Siegen 2017 und 2018 die klare Favoritin bei den Damen. Jetzt peilt sie den Hattrick an, um mit den Gewinnen die von ihr gegründete Schule auszubauen. Ich habe ein gutes Projekt begonnen und ich will, dass es wächst. Es ist etwas, das mich motiviert, weil es von Herzen kommt und ich kann meiner Gemeinschaft etwas zurückgeben. Heuer hat sie in Frankfurt bewiesen, dass sie noch besser in Form ist als im letzten Jahr. Da bin ich 2:22 gelaufen. Das ist rund 2 Minuten schneller als 2018 in Wien. Deswegen will ich den Streckenrekord. Ein Comeback-Marathon wird es für Maja Neuenschwandner. Die Wien-Siegerin von 2014 will zufrieden über die Ziellinie. Ich hatte 2 schwierige Jahre hinter mir. Mit Verletzungen hatte ich zu kämpfen. Und daher geht es jetzt am Sonntag darum, wieder quasi zurück auf die Erfolgsstraße zu kommen mit einem positiven Endergebnis. Bei den Männern ist Tadesse Abraham der stärkste Europäer im Feld. Der EM-Zweite von Berlin hat bei seiner Premiere auf österreichischem Boden eine breite Brust. Ich setze mich auch auf eine von Favoriten und ich freue mich auf die starke Konkurrenz und mit dem auf dem Sieg zu bestreiten. Zum Sieg muss aber an Robert Jamieson vorbei. Der Sieger von 2016 in Wien hat einiges vor. Wenn das Wetter passt, dann versuchen wir, den Streckenrekord zu knacken. Wenn wir gut zusammenarbeiten, dann ist das möglich. Aber wichtiger ist mir, zu gewinnen. Kenneth Keter ist zwar Wien-Marathon-Neuling, lässt sich aber von den Routiniers nicht einschüchtern. Ich denke nicht, dass jemand, nur weil er schon hier war, gewinnen wird. Es kommt auf das Training an. Und ich bin zuversichtlich, dass auch er nach den Sternen greifen kann. Das Motto in diesem Jahr, also Sie haben es gerade gehört, greif nach den Sternen. Wir hoffen, dass es den Stars gelingt. Bei diesen Bedingungen heute durchaus möglich, dass auch die Streckenrekorde fallen. Die absoluten Topstars sind mittlerweile hier auch angekommen, stehen jetzt noch nicht unmittelbar hinter mir hier in diesem ersten Block, sondern da gibt es ein eigenes Zelt, wo sie sich vorbereiten. Aber sie haben sich hier auch schon den Fans der Öffentlichkeit und den Mitstreitern präsentiert. Wir sehen Nancy Kiprop, wir sehen Abraham Ketema und auch Valentin Pfeil, die sich hier auf der Bühne an diesem Board verewigen. Spannend wird also, ob die Streckenrekorde heute zu knacken sind bei den Herren. Ghetto Feleke vor 5 Jahren, 2:05:41. Da ist Tadesse Abraham, der Schweizer Rekordhalter,
Top-Favorit, dass er das vielleicht auch schaffen könnte. Sagt auch, dass er es für möglich hält. Und bei den Damen ist der Streckenrekord von Maura Viceconte schon aus dem Jahr 2000, also 19 Jahre alt, liegt bei 2,23,47. Wird sehr, sehr spannend, also was die internationalen Stars schaffen. Aber auch aus österreichischer Sicht ist das heuer ein sehr spannender Vienna City Marathon. Denn in den bisherigen 35 Jahren hat es noch nie ein so starkes Österreicher Feld gegeben hier beim Wien Marathon. Wir dürfen uns also auf jede Menge Topleistungen freuen. Gleich 5 österreichische Laufasse sind heuer am Start. Darunter mit Peter Herzog, Christian Steinhammer und Lemawak Ketema auch die sensationellen EM-Bronzegewinner von Berlin 2018. Angespornt vom Erfolg peilt Ketema heute beim Heimmarathon gleich die nächste Bestmarke an. Mein Ziel ist mindestens 2:12 laufen. Das heißt, ich muss, nicht muss sein, aber mindestens 2:11:30 laufen für Olympia-Limit. Das ist in Wien denkbar und möglich? Es ist möglich. Ich habe schon gut vorbereitet, warum nichts? Es ist möglich. Bevor Valentin Pfeil auf österreichischem Asphalt ins Rennen geht, hat er sich mit Höhentraining in Neuseeland in Form gebracht und will heuer mit einem schnellen Kilometerschnitt von 3 Minuten 10 seine letzte Wienzeit knacken. 2017, da bin ich meine Bestzeit von 2 Stunden 14 gelaufen, die möchte ich auf alle Fälle unterbieten. Fühle mich auch bereit dafür, das endlich wieder zu machen, habe eine gewisse Durchstrecke hinter mir und bin endlich bereit, dass ich wieder den nächsten Schritt nach vorne gehe. Peter Herzog will versuchen, die rasanten Zeiten der österreichischen Kollegen anzugreifen. Der Traum wäre, bester Österreicher zu werden. Und das wäre, ja, da würde ich sehr strahlen im Ziel dann, wenn das gelingen würde. Die eigene Bestzeit steht für Teamkollegen Christian Steinhammer auf der Wunschliste. 2 Stunden 16 tief oder 2:15 hoch, strebt er an. Vorbereitet hat er sich vorwiegend auf der Hauptallee. Diese Gerade, einfach 4 Kilometer Gerade, ist einfach perfekt fürs Marathontraining. Man kann rauslaufen, man kann unzählige Kilometer in der Lobau machen. Man ist irgendwie direkt in der Stadt, aber trotzdem draußen. Und das macht einfach Wien einfach perfekte Läuferstadt, muss man sagen. Das hat Eva Wutti im vergangenen Jahr bei ihrem Marathon-Debüt auch schon gespürt. Heuer hat sie spezifisch eine Pace von 3 Minuten 40 pro Kilometer trainiert und will sich steigern. Die Trainingsergebnisse waren sehr gut. Mit der Zielgeschwindigkeit, mit der ich starten möchte, die habe ich mehrere Male auf längeren Strecken auch trainiert. Und von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich gestimmt. Ja. Ja, 2 Tempomacher allein für diese Österreicher und Österreicherinnen-Gruppe. 23 Tempomacher sind engagiert worden, um dieses Feld so richtig in Schwung zu bringen, zu ziehen, dann hoffentlich auch zu absoluten Höchstleistungen. Spektakuläre Bilder, die es jetzt schon gibt, hier vom Start, auch hinter mir. Schon viele, die es kaum noch erwarten können, endlich loszulaufen. 45.000 Schritte sind es von hier bis ins Ziel vor dem Burgtheater. Dort stehen unsere Kommentatoren Didi Wolf und Michael Buchleitner, die sich diese Schritte ersparen, aber jetzt auch schon bereit sind. Guten Morgen, was sind denn eure letzten Handgriffe und gebt uns doch einen schnellen Ausblick auf die großen Themen heute. Ja, schönen guten Morgen, lieber Oliver, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir haben nur ein paar Schritte auf unserem Kommentatorplatz, stehen jetzt hier an der Zielgeraden, die im echten Leben Wiener Ringstraße heißt. Ja, auf der einen Seite der Rathausplatz, auf der anderen Seite das Burgtheater, neben mir Michael Buchleitner. Es ist ein Traum, besser geht's nicht. Ja, Michael, wir haben es gehört, so viele Österreicher wie noch nie mit hohen Zielen hier beim Wiener City Marathon. Eine einmalige, vielleicht auch einzigartige Situation. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Rennen. Wie geht's dir mit dieser Ausgangslage? Guten Morgen, ich freue mich auch riesig. Ich glaube, es ist a chance of a lifetime für uns, aber auch für alle Läufer und vor allem für die Österreicher und die Österreicherinnen. Wir haben 4 unterschiedliche Typen, wir haben unterschiedlich 4 unterschiedliche Vorbereitungen, aber alle ein Ziel, sie wollen alle persönliche Bestleistung laufen und sie haben alle eigentlich gesagt, dass sie perfekt vorbereitet sind und ich glaube, dass das bei diesen Wetterbedingungen, die wir haben, super Temperaturen, sehr, sehr gute Vorzeichen sind für einen tollen Vormittag. Die Wünsche haben wir jetzt gehört, was jeder Einzelne hat, angefangen von Lemawak Ketema. Olympia ist natürlich schon ein großes Thema, das in 1,5 Jahren erst stattfindet, aber heute schon auch zum Tragen kommt. Traust du allen zu, ihre Ziele zu erreichen? Du bist ja mit allen sehr gut in Kontakt. Ich glaube, die Vorbereitungen von allen gut. Ich glaube, dass die Vorstellungen, die sie alle haben, sehr realistisch sind. Wir wissen leider, dass der Marathon nicht immer für alle immer positive Erlebnisse nur hat. Also ich hoffe, dass sie alle ihr Ziel erreichen können.
zweite Hälfte des Rennens dann auch wirklich so aufgehen. Also wir werden das natürlich beobachten, wir werden ganz nah dran sein bei den Österreichern, aber ein Satz natürlich, Michael, wen schätzt du aus internationaler Sicht am größten ein? Es gibt mit dem Schweizer Tadej Abraham vielleicht einen, der die Kenianer hier ärgern kann und ihnen vielleicht den programmierten Sieg wegnehmen kann. Glaubst du dran? Er ist von der Papierform her sicher der Beste, ist aber schon jetzt in Dubai gelaufen, hat nur 6 Wochen Vorbereitung gehabt, das wird sicher spannend, wie er das jetzt hier so kurz danach wieder umsetzen kann. Ich glaube, dass wir eher bei den Damen ein Rennen haben, das sehr schnell wird in Richtung Streckenrekord geht. Und dass wir bei den Herren eher ein Duell haben werden, wo es eher um den Sieg gehen wird, als um die schnellste Zeit. Und wie so oft und wie immer beim Marathon sind die äußeren Umstände auch mitentscheidend. Und die habe ich für Sie jetzt da. Der Wetterbericht sagt aus unserer Wetterredaktion an den Sport geliefert. Um 9 Uhr, also mit dem Startschuss, hat es 10 Grad Celsius hier in Wien. 14 km/h Wind aus Südost, das ist noch milde. Geht weiter aber dann 11 Uhr. Wird es dann 14 Grad haben und der Wind nimmt zu auf 20 km/h und um 13 Uhr, also wenn viele aus der Masse dann Richtung Ziel laufen, 19 Grad, immer noch menschlich, aber Windböen bis zu 40 km/h. Das ist wohl der Feind des Marathonläufers, oder? Ich glaube, dass einmal die Temperaturen eine große Vorteil sind. Wir haben sehr viel heiße Rennen gehabt in der Vergangenheit. Der Südostwind ist in Wien eigentlich gut. Was hier schlecht ist, ist immer der Westwind, weil der den Läufer sehr oft trifft. Bei 15 Kilometer Windzeile, dann auch aus dem Prater wieder heraus. Der Südostwind ist eher jetzt hier bei uns sehr kühl und sehr stark, aber wir haben vorher gehört, am Start überhaupt nicht. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr gute Bedingungen sind. Wenn es dort so super ist, dann gehen wir auch wieder hin. Wir gehen in unsere Kabine und Oliver Polzer informiert Sie noch über das Weitere. Ja, ich bin hier an der Startlinie. Wir haben ja schon über die Bewerbe gestern berichtet, die Kinder- und Jugendläufe. Zum dritten Mal gab es auch den Inclusion Run über 800 Meter. Und da war eine Dame dabei, die jetzt neben mir sitzt, Maria Brehofer. Schönen guten Morgen. Wie war denn das gestern? Es war sehr anstrengend. Ich war sehr froh, wie ich dann über die Ziellinie gekommen bin. Aber es war einfach eine Hammerstimmung da mal mit Rennen. Großartiges Erlebnis, oder? Auf jeden Fall. Ja, wir werden von diesem Inclusion Run im Anschluss an unsere Live-Übertragung des Vienna City Marathon dann auch noch berichten, ein wenig später mehr. Und jetzt haben Sie die große Aufgabe, den Startknall, will ich sagen, ist es eigentlich gar nicht zu geben, eine Sirene, oder? Großartige Geschichte. Ja, ich habe die Ehre gekriegt, dass ich den Startschuss geben darf. Und das ist natürlich voll super für mich. Und es ist auch cool, wenn ich dann ein bisschen von MPS bekannter machen kann, weil wenn man selbst hilft im Verein und nur wer uns kennt, kann uns helfen auch. Wie haben Sie denn in den letzten Jahren den Vienna City Marathon miterlebt? Immer vor dem Fernseher oder wie? Der MPS-Verein ist schon seit 5 Jahren eine Charity-Organisation. Meine Mama und ich sind immer im Ziel gestanden und haben gewartet, bis meine Geschwister auch kommen. Und in der Stadt haben wir uns meistens am Fernsehen angeschaut und jetzt darf ich live miterleben. Fällt mir zwar schwer, das zu sagen, Fernsehen ist immer sehr gut, aber der Platz hier ist noch viel besser. Ich wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen und sage, ja, schon die erste Auflage, das war 1984, also vor 35 Jahren, hat mit einem Knall begonnen. Auf die Plätze! Und das war der Start. Applaus für unsere Läufer, meine Damen und Herren. Es läuft noch nicht alles rund nach dem ersten Startschuss in Wien. Aber die Laufbegeisterten unter Wiener Luft, Licht, Wasser und Sonne kommen immer besser in Schuss. Vier Sekunden, drei, Achtung, zwei, eins, Start! Der Startschuss versetzt seit Jahren tausende Menschen in Wien in Bewegung. Und heuer wird ihn Maria Brehofer abgeben. Die 25-jährige Oberösterreicherin lebt mit einer Form von Multipolysaccharidose. Eine Krankheit, die zu verschiedenen körperlichen Beeinträchtigungen und oft drastisch kürzerer Lebenserwartung führt. MPS ist ja eine sehr seltene Krankheit, die kaum einer kennt. Und wenn uns keiner kennt, kann uns auch keiner helfen. Darum ist es mir auch wichtig, dass ich es selber in die Öffentlichkeit trage. Um auf die rund 100 betroffenen Menschen in Österreich aufmerksam zu machen, hat sie sich für den Inclusion Run angemeldet und ist prompt gefragt worden, ob sie denn nicht den Startschuss für den Marathon geben will.
Ich habe es gar nicht glauben können, wie ich da angerufen worden bin, dass ich einen Startschuss geben soll. Ich habe mir zuerst noch gedacht, was soll ich auf der Reichsbrücke? Und es ist voll cool und voll die Ehre, dass ich das machen darf. Es ist, weiß ich nicht. Meine Kollegen sind auch schon alle voll gespannt, wenn sie mich dann im Fernsehen sehen. Und natürlich hören. Denn egal wie der Startschuss beim Wien-Marathon klingt, auch die diesjährige Auflage wird ganz bestimmt ein Knaller. Willkommen zur österreichischen Bundeshymne. Und sie wird wunderschön, diese Übertragung. Soeben startet die österreichische Bundeshymne, heißt für mich, Klappe halten, jetzt Bühne frei, außerdem Platz hier frei machen, denn hier werden gleich viele, viele Tausende drüber laufen und es sind auch 300.000 bis 400.000 entlang der Strecke, die für tolle Stimmung sorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. In Kürze melden sich unsere Kommentatoren Didi Wolf und Michael Buchleitner.